Das Mittelalter hat uns wieder, aber es erwartet uns eine schwere, schwere Schlacht. Sogar so weit befürchte ich es, dass wir alles verlieren können. Und damit übertreibe ich wirklich nicht. Wir sind schwach ausgestattet und es kommen große Gegner. Ich glaube sogar eine Belagerungseinheit. Aber wir stellen uns dann trotzdem und ich gucke, was ich in einem Tag und 14 Stunden und 58 Minuten noch hinbekomme. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzhux. Wir sind bei der Gorgon Medieval und Traum der Seele ist noch weiter mit der Barriere. Waren die weg? Sehr schön. So, jetzt wird's schwierig. Warum? Ich habe jetzt zwar, wenn wir nochmal gerade ein klein bisschen höher gehen, eine zusammenhängende, naja, was heißt Burg? Ein Holzgebilde. Ja, also wir haben uns komplett eingezäunt. Die kämen erstmal nicht rein, ohne dass sie was kaputt machen. Dafür suchen sie sich eine Tür ihrer Wahl aus. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, kann ich das sehen, was hier kommt? Ja, eine bewegliche Bilde. Ich denke, da ist einfach der Google Translator hat zugeschlagen. Es gibt, also ich habe nichts gefunden. Vielleicht findest du was, Traum der Seele. Ich weiß nicht, was eine bewegliche Bilde ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn es beweglich ist, gehe ich davon aus, es ist irgendein Belagerungsgerät. Und das wird böse. Warum? Ein wilder Marodeur und fünf Marodeure plus ein Bogenschütze sind alles fies. Ist richtig, richtig fies, was wir hier haben. Und wir haben noch keine gescheite Rüstung. Wir haben nur das, was der letzte Überfall uns dagelassen hat. Das heißt, wir müssen unsere Nahkämpfer jetzt mal ausstatten. Und ich muss gucken, haben wir in der Forschung noch so viel, dass ich in die Rüstung gehen könnte. Hallo, Mojito. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Wir brauchen 30 Bücher. Wir haben 4 Bücher. Ich bräuchte eigentlich noch dringend Rüstungsmacher und wir müssten noch Rüstung machen. Ich hätte aber auch keinen Platz für den Rüstungsmacher, das kommt noch hinzu. Aber unser Bettenhaus nimmt ja Form an. Da fehlt, glaube ich, nur noch das Dach, oder? Ja. Alter, würde ich sagen, regnet es da rein? Weil hier geht es ja dann eigentlich höher. Also wir wollen ja so hoch bleiben. Ich glaube, es regnet dann nicht rein dann. Zur Not können wir ja sagen, wir bauen hier schon mal. Zack. So, okay, wir müssen jetzt wirklich gucken. Als guck mal die Mojito. Genießt du die Tage? Also wir brauchen 30 Bücher. Das heißt, wir müssen noch 26 schreiben. Habe ich das richtig verstanden? Wir haben nämlich nur 4. Den Rüstungsmacher. Waffen? Ja, da müssten wir zu Schmieden gehen, etc. Das sind auch nochmal 30 Bücher. Rüstungen sind mir, glaube ich, aktuell lieber. Und wir müssen mal gucken, wie es mit dem Bogen aussieht. Da habe ich schon einen Langbogen in Bau, aber da ist noch keiner, der sich begnügt, sich darum zu kümmern. Echt jetzt? Wenn man so tief macht, dass die Wände weggehen, ist auch der Backgammon-Tisch ausgeblendet. Okay. Ach scheiße, wir sind dabei, das Ding gerade umzuziehen, ne? Bullshit. Wieso? Achso, wir haben jemand Neues gerade gekriegt. Okay, wer ist unser bester Bauer? Wer kann am besten bauen? Das freut mich. Freut mich. Und zwar haben wir hier. Wieso? Wir haben 2 erst bekommen, ne? Bau 10, Bedewulf 12. Oh, der Peter. Peter beschafft, der beschafft Bauressourcen. Sieht so aus, ne? Peter, was machst du? Bauressourcen, ja gut, dann werde ich den Peter da jetzt nicht davon abhalten, wo auch immer der gerade rumrennt. Was ist das? Ja. Auf jeden Fall jemand das umziehen hier. Machen. Hans macht das, oder? Ich
Franz versetzt Haufen. Nee, du machst mal den Forschungstisch und priorisieren, bitte. So, jetzt brauchen wir. Kann ich Zahlen schreiben eigentlich? Ja. So, da bauen wir jetzt hier unser Dach. Ich will überlegen, ob wir nicht noch. Ja, wir könnten. Warum haben wir eigentlich noch keine Fackeln? Weil ich die nie gefackelt. Doch, die habe ich gefackelt. Weiß nicht, ich wollte bisher noch keine Fackel haben. So, da brauchen wir da oben ein Bett. Mal gucken, wie wir das bauen. Da, da, da. Theoretisch gesehen geht da auch noch eins hin. Ja. Wir haben nicht genügend Holz. Doch. Wir müssen holzen. Was macht Duncan? Bist du neu? Ja. Müssen wir auch noch. Also, wir haben zwei Stück, die bluten. Mal gucken, wie wir die verbinden. Aber. Wann ist das hier weg? Naja, okay, wir müssen mal gucken. Wir haben auf jeden Fall alles noch keine Rüstung. Wir brauchen jemanden, der den Bogen baut. Da fehlt wahrscheinlich auch Holz, ne? Okay, wir müssen gucken. Also erntet Ressourcen. Was macht die denn? Sarah, das gefällt mir nicht gerade so. Warte mal. Mach mal die Birke da platt, bitte. Mal den Hut. Den nur generell Hüte. Nee, Sarah, du musst leider diesen Baum hier auch noch killen. Geht gerade nicht anders. Sorry. Was brauchen wir denn für den Bogen? Holz, ne? Da liegt doch Holz. Wie gut ist die Sache einbauen? Zimmerhandwerk ist die Scheiße. Okay, dann lassen wir das mal. Wer ist denn gut im Zimmerhandwerk? 12? Das ist Zimmerhandwerk, das ist Holz. Zimmerhandwerk haben wir die Gunild. Bitte Peter. Peter gerade rum. Peter! Ah, du baust das da. Okay, du baust das da auf umständliche Art und Weise, aber. Ah, die Gunilden nimmt sich nämlich schon an.
gut noch mehr, ne, für den Bogen. Ja, okay. So, entscheidend ist jetzt nur, wie sieht's hier aus mit den Büchern? Schlecht, aber Franz. Die Hüte gehen denen kaputt, ne? Die Hüte gehen denen kaputt. Habe ich eins vergessen? Ja. Und wenn wir dann theoretisch gesehen noch ein Bett bauen würden, käme das dann gedreht hierhin. Ja. Aber da kommen wir, glaube ich, keine Feuerstelle mehr rein, ne? Aber müsste soweit jetzt erstmal fertig sein, ja. Ach, kann ich keine Wandfackel machen? Offensichtlich nicht, die muss ich wahrscheinlich erst erforschen. Lasst mich gucken. Forschung. Möbel 2 oder was, ne? Kerzenleuchte im Baum mit Bienenwachs für. Uff. Dekorative Strukturen. Was haben wir hier? Waffenhalterung an der Wand. Dekorative Banner. Was mit der guten Holzfackel an der Wand? Wo ist sie hin? Das schaffen wir nicht mehr. Der schreibt zu langsam die Bücher. Den Rüstungsmacher. So, was haben wir hier? Sommerkleidung solide. Sommerkleidung. Es bringt uns alles nichts. Ich brauche hier. Rüstung brauche ich. Wir haben nämlich Nahkämpfer. Unter anderem ist der Peter ein Nahkämpfer. Der baut aber gerade was. Deswegen lassen wir den nicht ausstatten. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Bogen, die ist dabei, okay. Duncan schläft, Duncan ist verletzt, oder? Nö, leichte Armverletzung, verliert kein Blut mehr. Brauchen wir uns nicht drum kümmern, alles cool. So, Duncan, du bist Nahkämpfer, haben wir gesagt, oder? Nehmen wir Meisterschütze 3. Nahkampf 11, Duncan wird Nahkämpfer. So, was haben wir denn Gutes hier? Wir haben ein paar Schilder. Haben wir nicht auch so eine schöne helle Bade gekriegt oder so? Doch, hier ist was. Hier haben wir einmal ein Schild schwach, ein Beil schwach. Hohe Rüstungsdurchdringung. Ja. Dann nimmt sich Danke, nimmt sich hier eins der Schilder. 25% Abwehrhöhe, haben wir hier noch ein besseres Schild? 30%, aber aus Holz. Das ist aus Eisen. Dann gewinnt Eisen, dann tut er sich hier gleich ausstatten. Ah, hier drüben haben wir auch noch was, Moment. 25 auch mit Eisen, okay, haben wir noch einen Kriegs, was ist das? Aber aus Holz. Wir haben auch nochmal einen Kriegshammer solide, 3,38. Und das hier hat 3,56. Okay, dann nehmen wir das Beil. Nehmen wir das Beil
Und wen haben wir noch im Angebot? Der Nahkampf macht die Gunilt oder was? Aber nur weil wir keinen Bogen hatten, ne? Ja, genau, da war das Problem. Also Gunilt kriegt einen Boden. Und wir hatten noch irgendeiner, der kriegt einen besseren Bogen. Also die Sarah Meisterschütze, die hat nur 5. Das bringt uns leider nichts. Der Franz hat aber 14. Und der Franz hat aber schon einen Langbogen. So, und der Bedewulf hat 9. Der kann nur den kurzen nehmen. Für was mache ich dann einen zweiten Langbogen, bitte? Ah, hier. Für sie. Für sie. Sie war notgedrungen. Es war dumm. Er hatte nichts und dann hat sie halt einen Knüppel oder was, einen Stab hat sie sich genommen. Ne? Also sie kriegt dann den Langbogen und die Gunilt kriegt einen normalen Bogen. Hätten wir halt nur 2 Nahkämpfer, ne? Bisschen schwach. Aber es macht, glaube ich, macht wenig Sinn, den anderen mehr Nahkampf zu geben. Wobei, die hat Nahkampf 15. Aber auch 11. 11 Meisterschütze, aber dafür auch Nahkampf 15. Boah, ist jetzt echt schwierig, ne? Ich glaube, wir müssen sie doch zu Nahkämpfer machen. Und dann ist der Bogen Quatsch. Der Dico. Die Gunilt mit Nahkampf ist aber auch Quatsch. Na, 11. Besser wie Meisterschütze. Schwierig. Schwierig. Wir haben nämlich gar nicht so viel Rüstung. Das ist eigentlich das nächste Ding. Die kriegen ja dann auch Schaden und können dann sterben. Wir haben, glaube ich, nur einmal. Wir haben 2 Helme. Die eher schlecht als recht sind. Und einmal zwei so. Ja, dann machen wir nur 2 Nahkämpfer. Wenn wir nur 2 Rüstungen haben, dann kann ich auch nur 2 Stück. Eine solide Kappe. Er hat nur ein paar Trefferpunkte, aber Rüstung hat die auch nicht. Eine Krone. Er hat auch keine Rüstung, ne? Ist klar. Deswegen hat man halt den Rüstungsmacher gebraucht. Aber da kriegen wir die Forschung wahrscheinlich nicht mehr hin. Der Franz ist ziemlich langsam, was die Bücher schreiben angeht. Ja, wenn die sich hinlegt, will ich die nochmal verarzten. Baut das Bett oder was baut er? Ja. Aufgestiegen? Ja. Ausgewachsen. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar Bäume killen können. Die eh sonst in sich zusammenstürzen würden.
Im näheren Umfeld habe ich eigentlich auf alles geachtet. Oh, der ist schon so gut wie weg. Unsere Bäume wachsen hier noch, das dauert noch. Der ist auch so gut hier weg. Ja, wir müssen ja ein bisschen was tun. Also ich erwarte jetzt aktuell. Ich muss schon wieder das Fenster zumachen. Das gibt's nicht. Alle Viertelstunde rennt der raus und quatscht ein. Das ist zum Kotzen, ey. Stinkt's hier wieder. Ja, wir müssen das hier noch, wir müssen noch ein bisschen Wild erlegen. Steigert auch die Bogenschützenfertigkeiten. Und dann können wir damit noch Fleisch machen. Das Wichtigste ist halt jetzt, dass wir uns ums Holz kümmern. Das Wichtigste ist, dass wir uns um Forschung kümmern. Die Struktur ist doch platziert worden. Danach machen wir irgendwann noch einen Kurzbogen. Genau, der schläft schon, wunderbar. Den müssen wir gleich versorgen. Wenn sich ins Bett legt. Peter, wie gut bist du im Wunden versorgen? Oh, ganz gut. Weißt du, müsstest. Was habe ich die Gunilda da beauftragt? Ah, ist okay. Ist okay. Ist okay, der Bogen ist nicht so wichtig. Habe ich sie wieder wach gemacht, wahrscheinlich. Weil die muss ich ja hier noch regenerieren. Wichtig ist, dass Peter ununterbrochen Bücher schreibt. Ja, Rüstungsmacher setzt mir unten rein, deswegen mache ich da oben gerade noch zwei Betten hin. Könnten die noch hier reinbauen, den Rüstungsmacher? Ja, theoretisch aber. Sollen sie erstmal was essen? Sollen wir eine Runde beten? Whatever. Okay, jetzt läuft das schon los, aber der muss Bücher schreiben. Der beschafft jetzt nämlich Bauressourcen. Wieder oben das Bett wahrscheinlich. Thank you.
So, was machst du? Nee, du tust dir. Bitte die Produktion priorisieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jeder betet schneller. Wie lang betet der denn? Jeder, es langt jetzt. Genug Religion. Quatsch, der Franz schreibt dir die Bücher. Vergesst es. Schreibt Gärtnert. Wo ihr nichts zu tun habt, tragt die Sachen weg, das ist klar, ne? Hier liegt genug rum. Aber es dauert zu lange mit den Büchern. Ich hätte vielleicht noch einen zweiten Forschungstisch bauen müssen. Oder so. Kurzzeitig haben jetzt 14 Bücher. Bauen 30. Ich hoffe, man kann noch entlanglaufen dann am Schluss. Ich hoffe es. Das wäre meine Planung für den Arsch. Was waren die für 15 Bücher, ja? Ausgewachsen kann man auch mal killen, bevor der uns stirbt. 25 können wir auch schon mal sagen, weg damit. Oh, der ist schon abgestorben. Man haut den auch mal weg, bevor der komplett in sich zusammenfällt. Na, bevor ihr nichts zu tun habt, ne? Man, die lassen ein bisschen Holz haben. Bücher erst. Ich glaube niemals.
Haben wir erstmal drei Betten. Da kommen die auf jeden Fall überall hin. Wenn ich. Achso, hier ist ja eh die Tür. Na gut, da will ich trotzdem ein Bett hinstellen. Ich habe halt Angst, dass sie nicht hier durchlaufen können. Das will man dann sehen. Forschung verfügbar, das heißt 20 Bücher haben wir. Ne, 19. Was gibt's denn für 19? Oder war es einfach nur die generelle Meldung? Kalkstein und Eisenbarren. Eisenbarren haben wir denn? 50. Bisschen was haben wir, okay. Zehn Bücher noch, Franz, komm. Zieh an, Franz, komm. Ja, entscheidend ist halt für alle Bäume, die wir dann haben gefällt oder haben fällen lassen, dass sie ja noch direkt das Holz transportieren. Dass wir wieder so ein bisschen Holz auch im Vorrat haben hier. Müsste nämlich auch Mauer aussehen. Ist da auch nochmal eine Rüstung hier? Ach, guck mal an, und sogar noch ein Topfhelm. Ach, sieh an. Können wir schon mal anfangen, unsere Nahkämpfer auszurüsten. So, wen haben wir denn gesagt, soll jetzt auf jeden Fall also Peter soll auf jeden Fall Nahkämpfer bleiben. Warum? Weil er noch schlechterer Schütze ist. Ich will was essen. Okay, also ich fange gleich an, auszustatten. Weil Peter ist trotzdem so, wenn der ist ja gleich beim Lagerplatz. Er trägt Asche weg. Er kommt gleich zurück. So, und also wir machen uns erstmal die Nahkämpfer. So, und die sieht mir unserem besten Nahkampf aus, oder? Was haben wir hier noch? Duncan, das soll auch Nahkämpfer werden. Ja. Beschafft Ressourcen. Ja, mach das mal. Bin ich dabei. So, Gunild, warte mal. Das ist schon wieder rum. Nein, die Gunild brauchen wir nicht. Wir brauchen die hier. Transportiert die Dinge zum Lager. Gib mir eine Linie, wo du hinrennst. Der hat schon was dabei, aber wohin? Dahin? Ach, Bücher. Okay. So. Jetzt ist sie fertig. Und das ist unsere stärkste Nahkämpferin, 15. Das heißt, du nimmst dir mal diesen Topfhelm. Ausrüsten. So. Du nimmst dir unsere beste Rüstung. Was haben wir hier noch? 1,2,27. Das ist 7,9. Immer 1, okay, also ausrüsten. So. Mal kurz, was er anhat. Da. Und jetzt nimmst du die, hier haben wir noch gesagt, hier. Ausrüsten, das Beil. Lassen den Rest mal so ein paar Standardsachen machen. In der Zeit, wo ich einen ausrüste oder eine ausrüsten lasse. So, der Stab ist grundsätzlich nicht verkehrt. Der kannst du gleich mal wegräumen. Nimmst du dir hier bitte das Schild.
Okay, also, sie hat ein Schild, sie hat ein Beil. Viel mehr geht aktuell erstmal nicht. Viel mehr können wir aktuell nicht machen. Damit ist sie schon mal ausgestattet für den Nahkampf. Dann ist der Peter unser Nahkämpfer. Transportiert Dinge zum Lagerplatz. Peter, wo bist du? Wahrscheinlich Bücher oder irgendwas. Wir gucken gleich mal. So, was macht die jetzt hier? Transportiert zum Lagerplatz. Okay, er ist fertig. Jetzt. Was hat Peter für eine Waffe? Da hat einen Speer mit 3,85 Damage. Aber ich glaube, wenn wir da auf irgendwas Schildmäßiges gehen, ist, glaube ich, auch grundsätzlich nicht verkehrt. Der Stab hier wäre besser. Das wäre aber auch wieder Zweihand. Was haben wir hier? Das ist ein Kurzbogen. Haben wir noch ein Eisenschild hier drüben, oder? Tigonilt ist auch gut im Nahkampf. Hätten wir drei Nahkämpfer und 1, 2, 3. 1, 2. Ne, 1, 2, 3. Vier Bogenschützen nur. Sarah jagt. Uff. Das geht dann wieder nach hinten los. Aber wobei wir greifen Tiere an, die sich nicht wehren. Ist okay. So, was haben wir hier im Angebot? Hier haben wir dabei 3,38. Ach so. Na ja, gut, oder ich mach die Gunilt hat noch zum. Aber die hat schon ein Schild, ne? Aber aus Holz, ne? Ne, auch aus Eisen. 4,2. Oh, die ist schon gut dabei. Was macht die? Bereitet Essen zu. So, du ziehst dir jetzt auch bitte was an. Haben wir denn noch rüstungsmäßig? 1,73, 1,92. 2,2 ist besser und der Helm? Stahl sogar. Okay. Ausrüsten, den holst du halt bitte den Helm hier. Duncan hat auch noch nix. Ach, Duncan soll auch Nahkämpfer werden. Oh, dann haben wir ja viel mehr Nahkämpfer als Fernkämpfer. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Dann muss die Gunilt, muss Fernkampf werden. Naja. Peter ist in beidem scheiße. Den willst du eigentlich auch nicht an die Front lassen. Sind wir mal ehrlich. Den willst du nicht an die Front lassen, den Peter. Wo er vorne nicht zuschlagen kann, bleibt er lieber hinten und trifft nichts. Bin ich eigentlich dafür, ja. Also Peter. Du trägst gerade wahrscheinlich gerade ein Buch weg. Franz, wie sieht's aus? Forschung, erst 23 Bücher, das wird sowas von nix. Also Gunilt haben wir gesagt, die ist zu gut dabei, ne, im Nahkampf, ja. Ist auch gut ausgestattet, so. Den Hut darf bitte jeder haben. So. Ist dir bitte mal noch diese Rüstung hier? Eins Komma neun zwei, aber das hier ist stärker, ne? Ja. Das heißt, Peter so und Duncan. Haben wir noch ein Schild für den Duncan?
Er wird es uns danken. Oh Mann, war der schlecht. Ah. Ich schäme mich ja schon, ist ja gut. Ich schäme mich ja schon. Danken, okay, wenn du vom Lagerplatz fertig bist. Peter schnappt sich gleich den Bogen. Peter schnappt sich den Kurzbogen und Duncan muss ich gleich komplett alles holen. So, wir haben glaube ich irgendwo noch eine halbwegs 1, haben wir nicht noch was Besseres? Ja. Gunild hat schon? Hat schon. Okay, Duncan, dann nimmst du das hier. Wieder ausrüsten. Und wir haben glaube ich noch irgendeinen Helm. Und Knochenhelm mit 0,47 ist besser wie nix. Die Krone, macht die Krone in Gerüstung? Nö. Dann wird's der Knochenhelm gleich noch. So. Peter hat sich gerade das hier, warte mal, das da weg und dann tust du das mal bitte erstmal weg damit. So, Peter hat jetzt einen Bogen, das gefällt mir nicht so, aber was soll's. So, Franz hat auch einen Bogen. Haben wir nicht noch einen mit Meisterschütze gehabt? Ich glaube nicht. Nein, wir haben einen langen Bogen jetzt zu viel gebaut. Der müsste auch irgendwo rumstehen. Da. Ja, also ich hätte einen ausstatten können hier, aber die ist gute Nahkämpferin. Wir brauchen gleich Nahkämpfer. Ja. Meisterschütze 14, der Franz auf jeden Fall. Der ist gut mit dabei. Die Sarah versucht noch ihr Bestes, die jagt gerade. Duncan rüstet aus und Bedewulf. Bedewulf hat aber auch nur Meisterschütze 9, auch kurz vor 10. Also den Langbogen kriegen wir irgendwann noch eingesetzt, das ist nicht das Ding. Aber leider nicht mehr bis zum nächsten Kampf. Oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, der wird ja auch noch anfangen, Tiere zu jagen. Haben wir eigentlich jetzt ein paar Tierkadaver hier? Ich habe eigentlich zwei zum Abschluss freigegeben, aber irgendwie... Ah, da hinten. Der eiert da unten rum. Ah, der will jetzt ein Buch wegbringen, oder was? Nee, Bedewulf, das machen wir mal nicht. Du darfst dich gerne hier an der Jagd beteiligen. Ja, vielleicht trifft die Sarah auch noch was. Wie sieht es an der Bücherfront aus? 25. Wie gesagt, wir haben das Ding noch nicht gebaut. Ah, Betten können wir abreißen, ne? Ja, wir haben genug Betten. Umgang mit Tieren. Wieso steigst du deinen Umgang mit Tieren, wenn du auf sie schießt? Du sollst deine Bogenfertigkeit steigern, du Vogel. Mann, Mann, Mann. Also früher ging das mal. Das, ich hab schon keinen Bock mehr. Du reißt hier überhaupt nichts ab. Du schießt hier weiter. Soll irgendwer anders abreißen. Du willst schon wieder abreißen. Du tust die Tierjagd priorisieren, Vogel. Du hast die Sarah hin. Die hat auch schon keinen Bock mehr. Oder die hat eins erlegt. Das kann sein. Jetzt kann ich sehen, was die mit sich rumschleppt. Und aus dem Eck kommt Holz.
Kann ich sehen, was sie in der Hand hat? Eine Waffe trägt sie weg. Was? Wie geht das denn? Da lag noch irgendwo eine Keule rum. Jetzt geht sie wieder jagen. Okay, also da soll einer mal die Engine verstehen. Ja. Ich würde sagen, wir könnten noch ein Bett in Bau geben. Hat den Vorteil, dass ich dann auch hier noch abreißen kann. Ich baue mir hier das noch ein mit der Rüstung. Falls wir die Forschung noch rechtzeitig hinkriegen. Wir kommen ja in 12 Stunden. Also kann sein, dass wir die hinkriegen, aber wir kriegen keine Rüstung mehr gebaut. Ja. Ich lasse die anderen jetzt halt nochmal jagen, in der Hoffnung, dass sie Erfahrung kriegen mit dem Bogenschießen. Beelzebub ist am Beten, warum auch immer. Da rennen zwei. Peter geht auf die Jagd. Oh Gott, Peter geht auf die Jagd. Der hat Bogenschießen 2. Wo habe ich denn Jagen? Da. Peter, du sollst eigentlich wieder der Letzte sein, der jagen geht, aber... Vielleicht triffst du ja. Die Sarah hat einen Schuss abgegeben, hat schon keinen Bock mehr, oder was? Eieieiei. Also das mit der Jagd ist doof gelöst. Muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, hab ich überhaupt jemanden priorisiert, der jagen soll? Beelzebub zum Beispiel. Beelzebub soll jagen. Wer hat noch gute Fernkampf-Skills? Ja, die nicht. Die hat das ja nicht. Hat ja keinen Bogen. Also jeder, der keinen Bogen hat, können wir das eigentlich den Hasen geben. Duncan hat noch keine Waffen. Dann habe ich ja nur den Beelzebub. Der Franz muss halt Bücher schreiben. Das ist klar. Der soll es wirklich nur machen, wenn kein anderer da ist. Und mit der 3 ist eigentlich auch gut belebt. Okay, der Duncan. Was? Duncan, was machst du denn? Also, du trägst gerade was hin. Weißt du, Strohhut. So, du ziehst dir noch irgendwas an. Haben wir hier noch irgendwas? Also jetzt ist eh egal. Die Nahkämpfer sind soweit ausgestattet, richtig? Wir haben 2. Also nee, du bist der 3. Nahkämpfer. Ja, danke. Was haben wir noch? Befürchte nichts. Doch, da. Nimm das mal. Ansonsten so, nur so ein Strohhut. Da ist noch eine Kappe. Eine Krone. Ein Sommerkleid. Das wird nix. Zwei Bücher noch. Die anderen haben halt gar keine Rüstung. Wir wünschen, dass der heute die Bücher noch fertig kriegt. Sehr schön. Rüstungsmacher. So, wie groß ist das Ding? Ui. Ups. Tja. Ja. Ach so, niemand hat gesagt, dass das Ding überdacht stehen soll. Er sollte schon. Wir müssen erst notgedrungen die Küche bauen erstmal. Wegen dem Kampf. Das ist zwar Ressourcenverschwendung, aber leider geht's gerade nicht. So, wer ist unser bester Bauer? Hat doch schon irgendwas auf dem Kopf. Was hat denn der auf dem Kopf?
Nee, der sieht einfach nur so hässlich aus. Nein, oder? Ah, der hat schon Knochenhelm. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Er sieht nicht hässlich aus, ich nehme alles zurück. Okay. Du brauchst Waffen. Wo reist du denn rum? Du reist ab. Was reist du denn ab? Ah, perfekt. Perfekt. Kannst du gleich die Waffen da holen. Ansonsten. Der geht jetzt jagen, dass wir noch ein paar Tiere kriegen, aber. Wenn der bauen kann, dann würde der mir das auch bauen. Bester Bauer. Peter, transportiert zum Lagerplatz. Perfekt, der baut das jetzt eben. So, hier haben wir noch ein Schild und dann nehmen wir noch eine Waffe. Ich glaube, die Axt hier ist leider nicht so 3,38. Der Knüppel wird schlechter sein. Aber wobei, 3,56. 3,56. Das Kurzschwert. Das Kurzschwert. Okay. Was hat die Gunild? Die hat. Hier. Und die hier hat. Auch 3,56. Ja, okay. Dann nimmst du dir jetzt mal hier bitte ein. Ja, welches Kurzschwert ist denn? Eins ist schon fast kaputt. Weiß ich nicht, welches er sich jetzt nimmt. Das Bessere. Und jetzt nimmst du dir bitte hier noch das Schild. So, und jetzt kannst du machen, was du willst. Aber wir kriegen noch ein bisschen was gebaut in der Zeit. Eisen zum Schmelzen? Nö, aktuell nicht. Okay. So, was können wir hier bauen? Aus Leder. Ne, das können wir nicht machen. Leder, was ist das? Ah, oh, wir können gar keine... Ah, okay, das heißt, wir können gar keine... Billiges Schild können wir machen... Dann können wir nur die produzieren. Wer ist denn da prädestiniert für Schneidern? Da. Haben wir noch jemanden auf Platz 1? Die Sarah mit 14. Peter mit 13. Du sollst bitte niemals schneidern. Du kannst auf die 3 gehen. Du gehst... Sieben schneidern. Null schneidern. Nee, du schneiderst gar nicht, auch wenn du dafür gut bist, aber.
Wir haben also genügend andere, die das machen. Die Sarah zum Beispiel. Nein. Ich abreißen. Ich will eigentlich sagen, leg geschlafen. Ja, aber jetzt ins Bett kommen. Nein! Oh, das ist doch Quatsch. Bitte, Wolf, hast du schon ein bisschen Schlaf getankt? Nein, wer hat am meisten Schlaf hier? Leg dich ins Bett, Mädchen. Das kann nicht sein. Meine Güte, da bist du noch bekloppt. Ja, die greifen gleich an, das wird lustig. Hast genug Schlaf? Da wird nichts mehr fertig. Das dauert zu lange. Wir haben zumindest alle ausgestattet. Wir gucken mal. Greifen gleich an. Der beim Jagen nochmal sich gesteigert, oder was? Der Franz? Sieht so aus. Haben wir Tierkadaver jetzt? Ja, dann haben wir erfolgreich nichts getroffen. Ach, der hatte schon was Besseres an. Danken, danken. Wie sieht's aus? 1,97. Hm. Lass mal an. So, der Unmensch sprach sanft, aber bedrohlich. Danken gehört mir. Übergebt mir meinen Sklaven und. Oder ihr werdet alle leiden. Das war im Tod ernst. Also, entweder übergeben wir ihm oder wir machen den Fight. Kann ich jetzt nochmal speichern? Ich glaube nicht. Weigerten sich, den Forderungen der Angreifer zu folgen. Ja, genau, das ist das Problem.
Das ist das Problem. Die werden uns jetzt richtig, richtig kaputt machen. Die bombardieren uns jetzt alles in den Sack. Weil das Ding hat eine Reichweite. Wo sind die denn? Ganz da oben im Eck. Mal gucken, ob sie, ob sie von da hinten ballern können oder ob sie das Ganze bewegen. Hans jagt. Hanse brauchen dich. Ja, das Ding steht aber hinten und feuert. Das ist halt super asozial. Macht uns jetzt alles kaputt. Na? So, wir müssen gucken, dass keiner mehr draußen rumrennt. Peterjagd. Ah! Wedewolf ist hungrig. Okay, der kann runtergehen noch was essen. Das ist vollkommen okay. Die können alle beten. Die schießen auch viel zu schnell, finde ich. Die sind sehr, sehr schnell. Schlecht drauf. Was ist los? So, wo ist unser Franz hier? Okay, der ist schon wieder in der Burg. Also, ich glaube, die wollen schon wieder dahin. Peter, dann gehst du bitte hier hin. Brand stellt sich da dazu. Die ist noch fleißig am Bauen. Wird nur was. Ne, wird nichts mehr fertig. Die da angreifen. Also die vor, die will was reparieren. Ah, die wollen reparieren. Gar nicht so dumm. So, wen haben wir hier? Der will beten. Nee, nee, nee. Bedewulf ist auch ein Schütze. Du wirst eingezogen und stellst dich jetzt auch bitte hier hoch. Wir brauchen jetzt alle, die schießen können. Bist du ein Schütze? Nee, du bist auch ein Nahkämpfer. Du bist auch ein Nahkämpfer. Okay, also alle Schützen sind eingezogen. 4 Stück. Ich hab sie zu weit weggebaut, ne?
Ach, ein Flugzeug. Ja, die dickste Rüstung. Ja, die Bomben uns hier drüben, jetzt ist alles kaputt, ne? Da kommen wir nicht durch. Dann killen wir erst den anderen. Ja, jetzt schießt bitte alles auf den. Wir haben es geschafft. Okay, haut der da hinten dann automatisch ab, weil der direkt am Rand war? Ja, sieht so aus, ne? Der flüchtet als erster, okay. Was haben wir alles für Schaden genommen? Wir haben sonst Wände eingerissen. Und auch ein paar Dächer. Hier hinten haben sie auch mal drauf geschossen, aber ich glaube... Wir sind echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir haben es echt nochmal geschafft. Also die, ja, natürlich ist noch ein bisschen mehr beschädigt. Aber das reparieren die ja jetzt alles. Ich habe richtig Bubble gehabt, ne? Weil die haben die, glaube ich, ein bisschen gefixt. Zu Anfang haben die stärker geballert und haben stärker kaputt gemacht. Also gerade gegen Holz. Ich habe jetzt gedacht, die reißen mir ja alles ein. Da hätten wir es wieder aufbauen müssen, ne? Aber so... Okay, wir sagen jetzt erstmal, das dürft ihr alles einsammeln. Gut, wir haben wieder die Dings verloren. Die greifen immer zuerst an. Die muss ich einfach hier in den Feuerradius stellen, ne? Die baue ich jetzt hier auf, die Branddinger. Den bauen wir eh weg, der ist eh fast weg. Und wenn die dann die hier angreifen, dann können wir auf die schießen. Also sonst beschweren sich wieder die ganzen Leichen da rumliegen. So, lasst mich kurz überdenken. Und ich kann sie eigentlich schon alle nicht mehr einziehen sagen. Oh, die lagen alle hier, ne? Ah, die lagen alle hier anschließend der Sachen. Gut, dann müssen wir noch hier... Ich hoffe, das geht schräg, aber es müsste gehen.
Haben wir ein paar Helme wieder oder so? Oh, sogar mit guter Rüstung. Aber wir lassen die trotzdem in ein paar Sachen. Also drei oder so. Und dann müssen wir aber auch anfangen mit der Winterkleidung so langsam. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder? 3, 4, 5, 6, 7, ja. Also brauchen wir 7 mal Winterkleidung. Mir ist auch 8, kann einer auf Halde gelegt werden. So, und Bücher fangen wir auch wieder an, die nächsten 30. Ich will nicht mehr in Stress kommen. Bisschen was vorplanen. Aber dann müssen wir natürlich das ja auch wieder reparieren. Oh, eine Seele. Ja, ja, nee, alles gut. Aber wie gesagt, ich habe alles ein bisschen Bammel. Ne? Ein bisschen, aber den Schaden, den wir hier gekriegt haben, der ist quasi nix. Das ist in dem Spiel. Oh, hier ist noch ein bisschen mehr kaputt. Okay. 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 So, nee, also lassen wir das erstmal. Wir gucken nochmal kurz in die Reichweite hier. Jetzt habe ich es nicht mehr eingezogen. Egal. Wir machen die genau hier hin. Wo sind denn diese Scheiterhaufen? Beim Militär oder was? Da. Zack. So, jetzt haben sie alle was zu tun. Der Duncan macht schon direkt die Tür wieder ganz. Gibt bessere Türen. Aber es hat nur einer auf die Tür gehauen, also hatten wir Glück. Er hält sich ein bisschen gebaucht, Peter. Geht mal bluten zum Beten. Einen Pfeil abgekriegt, ne? Durchbohrte Wange. Boah, der Beinmuskel. Boah, doch, das ist schon gefährlich. Sobald der schläft, gucken wir ihn ein bisschen. Ja, also Franz ist wieder. Nee, der Franz ist am Essen. Die Leute reparieren erstmal. Kurze Frage, immer noch die Angriffsmusik. Ach, da rennt noch einer weg. Stimmt. Da ist vorhin einer. Hat der noch hier irgendeine Tür kaputt gemacht? Nee. Da ist vorhin noch einer, hab ich ganz vergessen. Aus dem Augenwinkel ist der hier hochgerannt. Da rennt noch einer weg. Ja, nee, den kommen wir jetzt auch nicht mehr ran. Nee, ich nutze die Zeit, um Dinge wieder aufzubauen, um zu reparieren, etc. Na, die Leute sollen ihrer Tätigkeit nachgehen. Digga, warum läuft die Musik noch? Da rennt noch einer weg. Ja, die Angriffsmusik ist ganz okay, wenn der Angriff stattfindet, Traum der Seele. Aber wenn der rum ist, dann ist er dezent nervig. Ja, aber jetzt sehe ich ja, dass sie gleich endet. Es gab früher mal einen Bug. Da hat die nicht geendet. Das war halt dann schon kacke. Ja, es ging auf jeden Fall auch hier ein Schuss drauf oder so, aber da hatten wir mal Glück. Ja. So, Meisterschütze. Oh, Bedewulf! Bedewulf! Was heißt, du hast getroffen? Weiß ich nicht. Also er hat zumindest mal hat einen Punkt dazu gekriegt, aber nee, das Reh sieht noch ziemlich lebendig aus. Ich wollte nämlich noch mal ein bisschen Fleisch machen und das auch räuchern, bevor der Winter kommt. Aber haben die hier, warte mal, Dachdächer wieder weg. Haben die uns hier noch ein Reh hintransportiert? So schön die Bäume hier übrigens auch aussehen. Ich warte, bis sie ausgewachsen sind, dann fäll ich sie. Aber sie stören halt, um zu gucken, was ich in meinem Lager habe hier. Da wurde schon was gebracht, ja. Der hat der eine wieder hingelegt vorhin. Ah ja, hier ist Schaden, der repariert.
Peter blutet hier alles voll. Umgang mit Tieren. Das heißt, hast du getroffen? Ah, schön. Der kriegt gleich einen Langbogen. Wir haben ja. Oh, da ist wirklich ein Loch entstanden. Werde ich noch reparieren. Den Helm, den er hat, der ist wild, oder? Der ist wild. Ja, sie ist sehr monoton. Die Kampfmusik, Traum der Seele. Ja, gebe ich dir recht. Aber es ist nur Early Access. Also ich könnte mir vorstellen, da kommt noch ein bisschen was Besseres. So, jetzt wird's Zeit. Ein gutes Schinkenbrot. Graues Brot. Bisschen Butter drauf. Winkeln. Kabariert noch, alle hopp. Die Waffen stehen ja schon fertig, ne? Die Leichen müssen nämlich weg. Die stinken. Ja, die haben doch mehr getroffen, als dass ich dachte. Gut am Reparieren. Haben wir schon ein Tier? Eins haben wir doch jetzt. Weiß man nicht, wo es ist, aber eins wurde doch hierher transportiert. Oder wurde es sich schon geschnappt? Oh. Weil ich schon gesagt habe, macht Fleisch draus. Sieht so aus, ja. Gut, dann räuchern wir gleich mal. Da müssen wir mal gucken, dass wir unsere Burg dann weiter planen. Oder unser Stadtgebäude oder was auch immer das hier wird. Und hier kommt ja noch ein kleines Gebäude hin. Und das hier wird ein bisschen schmäler. Dafür hier so lang gezogen. Und hier gehen wir dann noch richtig in die Höhe. All das können. Muss doch mehr Schaden gewesen sein, als ich dachte. Ach, da waren noch Dinge abgerissen. Ja, die sind dann wichtig, ne? Der Tee. Ah, und immer noch verdammt viel drin. Kann man es sehen? Oh ja, dann läuft's aus. Aber ich glaube, so ein Schinkenbrot kann ich mir gleich nochmal reinpfeifen. Oder Salami. So, wann ist Vegetarier dabei? Habe ich es im Stream vergrault. Völlig unbeabsichtigt. Aber der Burger war auch lecker letzte Woche. Die Pizzabrötchen gestern auch, aber der Burger. Um so einen lokalen Burgerladen. Keine Kette. Und das kann von mir aus auch eine Burgerkette sein, aber dann soll es wirklich eine Burgerkette sein, die sich auf Burger spezialisiert hat und nicht jemand, der sich
eine Krone aufsetzt und ein Fastfood-Restaurant ist. Das ist das gleiche wie das goldene M. Naja, schmeckt auch mal, will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht schmeckt, aber das ist schon qualitativ ein Unterschied, finde ich. Preislich halt auch. Der Witz ist, wir haben da angerufen und wollten bestellen zum Ab und wollten es uns liefern lassen. Ja, sie haben so wenig Fahrer, es lohnt sich nicht, weil so wenig Leute Burger bestellen. Ja, dann solltet ihr mal nicht den Mindestbestellwert auf 20 € setzen und dann noch 2 € fürs Liefern bezahlen. 20 € Mindestbestellwert. Und wenn ich mir eine Pizza bestelle, kostet die 97. Und da ist und die liefern die mir. Und die anderen wollen mindestens 20 € und dann noch 2 € extra. Und dann kommt die Argumentation, ja, es bestellen so wenig Leute. Ja, warum wohl? Setzt einfach mal den Mindestbestellwert auf weniger Geld. Auf die 2 € Liefergebühr kommt es mir ja gar nicht an. Wenn ich den Burger unbedingt will und der schmeckt mir gut, dann zahle ich die 2 €. Aber ich komme nicht alleine auf 20 €. Ich komme zu zweit ja nicht mal mehr auf die 20 €. Das ist ja das Bescheuerte. Dann esse ich halt keinen Burger bei euch. Beziehungsweise wir waren dann zu dritt, dann haben wir es geschafft, ja, als wir bestellt haben. Wir waren zu dritt und haben es gepackt. Aber man fragt sich schon zu Recht, Leute, was soll das hier? So, jetzt können wir hier mal sagen, Produktion, Leiche für immer. So, hier Produktion, immer. Brennt mal die immer weg. Drei reichen eigentlich. Haben wir dann Leichen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, komm. So, und wenn alles weggebrannt ist, dann können die auch alles jetzt mal einsammeln. Ja. Wunden müssen versorgt werden. Schläft der schon? Nö, der Peter, kennt der Peter doch nix. Rennt noch ein bisschen rum. Meine Wunde hier übrigens vom, kann man es sehen? Pflaster ist drauf, hier. Von am Samstag. Das ist nervig, sag ich euch. Das ist genauso da, wo der Knick ist. Oh, das verheilt so gut ja, schwer. Sehr, sehr schwer. So, ist klar. Jetzt müssen erstmal die Leichen weg. Da brennt die erste. Ah, der macht die Waffenständer perfekt. Dann können wir auch die Waffen wieder erstmal wohin bringen. Brauchen noch eine Waffenkammer. Wollen wir hier die Waffenkammer reinbauen? Reicht nicht vom Platz, ne? Der schläft. Wedewolf, wie gut bist du im Verarzten? Medizin 6. Das lassen wir mal. Achso, die anderen schlafen da drüben. Ja, Wedewolf, du wirst es. Du wirst es. Und du kriegst gleich noch den besseren Bogen. Du hast Meisterschütze 10 erreicht, ne? Ich weiß gar nicht, was man für die Armbrust brauchte. 15 oder 20? Ja, ich glaube, die Sarah hat sich auch gesteigert bei dem Kampf von 6 auf 5 oder so. Von 5 auf 6. So. Genau. Also geplant ist, dass alle hier schlafen. Ja. Und das Gebäude wird dann noch irgendwann abgerissen. Das ist eigentlich nicht so gedacht, dass das so da bleibt. Das war so unser erstes Gebäude. Ja. Es war schön, so wie es war. Aber jetzt kommt's weg. So, alle Bäume, die so langsam nicht mehr wollen, wie sie sollen, werden gefällt.
Mal halt gucken, die ausgewachsen sind und bevor sie halt wirklich hier in sich zusammenstürzen, kümmern wir uns selbst drum. Das dauert sehr lange. Selbst die, wo sie riesig sind, denkt man, oh, die sind schon fertig, aber nee. Warum viel größeres Feld dann dafür? Aber wir müssen da mittlerweile einiges an Samen haben. Ja, Birke nochmal 21, Eichensetzlinge haben wir, Ahorn haben wir. Was haben wir denn? Eiche haben wir da gesetzt, ne? Hauptsächlich hier in dem Eck. Das ist Eiche. Setzlinge haben wir denn? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. So, und nebendran, was haben wir denn hier? Birken haben wir da. Das Gute ist, der Gegner macht einem die Bäume nicht kaputt, wenn er angreift. Das ist doch schon mal schön. Ich klicke mich hier wieder durch die Menüs und finde es wieder nicht. Ah, hier. Wir wollen kein Kohlfeld, wir wollen gerne die Birkensetzlinge haben. Kohlfeld, Eiche, Feldahorn. Apfelbaum. Birke. Also 21 haben wir. Machen wir doch erstmal so. Beschafft Ressourcen. Für was denn? Ah, um den abzufackeln. Hier haben wir ja auch noch Bäume. Stimmt. Die würde ich aber gern hier raus haben. Wenn ich das abreiße, reißen die aber, glaube ich, die Bäume nicht ab. Nee, nee, die reißen nur die Felder ab. Genau. Aktueller Bug ist, ich muss die Felder ja nicht abreißen. Ich kann sagen, macht jetzt was anderes draus. Funktioniert nicht. Man muss abreißen und neu ziehen. Ich weiß das, weil ich habe den Patch gelesen, die Patchlogs gelesen. Alle anderen, die das halt nicht wissen, könnten sich da ärgern, dass es nicht funktioniert. Aber die haben sehr viele Patches und Hotfixes rausgehauen, bevor sie in Urlaub gegangen sind. Und deswegen nehme ich es denen auch gar nicht übel. Die schneiden wir mal alle hier, bitte. Die reißen wir mal ab. Dürfen wir nicht? Das sind Setzlinge, dürfen wir gar nichts machen. Wir können dann auch hier schon mal ein bisschen vorplanen. Oh, es kostet viel Holz. Machen wir nicht so viel. Dann wächst da halt auch nichts. So, hier ist noch ein Bogen. Ein Kriegsbogen. Nice. Ja, transportiert mal alles weg. Hier haben wir noch ein Kurzschwert. Hier haben wir vor allem auch noch so eine Kapuze. Die ist aber auch nur schwach. Die hat keine Rüstung. Aber hier ist, glaube ich, noch so ein Lederhelm. Der ist noch ganz gut. Und ich glaube, hier war noch irgendwas Metallenes. Das haben wir, glaube ich, auch schon weggebracht. Ja, der Fuchs pennt da nebendran. Die eine macht der Baum. Alla hopp. Warum auch nicht? So, die nächste Forschung geht dann in Richtung Metall. Sieht's aus? Ja, am geräucherten Fleisch beteiligen sich, glaube ich, die wenigsten hier. Ach, weil hier schon geräuchert wird, als gäbe es keinen Morgen. Bräuchten dann wahrscheinlich noch sowas zum Räuchern. Sehr wahrscheinlich. Was haben wir hier? 14.
23, das ist doch mal eine Rüstung hier. Da können wir doch mit ein bisschen was arbeiten. Ja, ich weiß, die Leichen müssen noch wegbearbeiten dran. Ach so, wir haben es nie gemacht. Okay. War dumm. War dumm. Ja, wir haben auch keinen, der das irgendwie wegtransportiert gerade. Aber ich fand es noch gut, ein paar Bäume anzupflanzen einfach. Das sind Peter Rüstungsmacher. Ist er das? Ist nicht, er ist nicht so schlecht da drin, ja, das stimmt. Oh, haben wir in den Boden gesetzt. Einsame Reisende. Ein Händler also. Machen auf jeden Fall erstmal gleich keine Rüstung mehr. Wir brauchen die Leute. Wir müssen andere Dinge tun. Essen, transportieren zum Beispiel. Die Winterkleidung können wir eigentlich erstmal Das ist schon der 8. Da gibt's. Ah, ist schon 8. Tag vom Herbst, ne? Okay, das sollten wir weitermachen. Ja, ich sag mal, wenn die hier mit den Bäumen fertig sind. Ach so, ich muss höher, ne? Aber die brauchen wir noch 2-3 Tage. Aber Franz muss eigentlich ständig Bücher machen. Ja, das ist das Ding halt. Ja. So, weil Alkohol wäre eigentlich auch noch wichtig. Wir müssen endlich mal das bessere Kochen bauen. Wir brauchen aber auch dringende Schmelzen, haben wir ja schon. Verteidigungsanlagen wäre die bessere Tür, die wäre auch nicht verkehrt. Aber es muss jetzt einfach in die Richtung gehen, schmieden. Ja. Geht leider nicht anders. Was ist Holzwaffen 2? Und Armbrüste brauchen wir dann die besseren Bücher, ne? Die können wir eh noch nicht benutzen. Ja, dann schalten wir jetzt Schmieden frei. Wir bauen es dann, wenn es nötig ist. Was ist beim Möbel? Oder brauchen wir. Nee, da brauchen wir auch wieder mehr. Lassen wir erstmal. Aber da könnten sich an den Tisch setzen und essen, ne? Wäre auch schon nicht weg. Da brauchen wir die besseren Bücher. Okay. Dann mach erstmal hier. Schalt erstmal die Schmiede. Den Rest brauchen wir dann in die besseren Bücher. Okay. Das heißt, ich lass mal. Was ist hier los? Ah, wenig Ressourcen. Ist okay. Kümmert euch erstmal um den Rest. Ach, da ist der Händler. Der kann einfach frei bei uns rumrennen, oder was? Sehen. Aber ich glaube, wir können auch die ein oder anderen Samen kaufen. Für den Sommer. Ja, also für den Frühling. Weil dann können wir auch definitiv. Ist der gerade die Leiche? Wenn es ihm schmeckt. Wenn es ihm schmeckt. So, wir müssen jetzt wirklich mal.
Wir brauchen wir dich killen. Weil die ausgewachsen sind, kommen die weg. Ausgewachsen! Bis. Du hast unser Gesamtbild. Na, zumindest wenn ich hier gucken will, was da ist. Ach, er macht ihn doch weg. Okay. Aber wir haben den Setzling direkt gekriegt. Sehr schön. Kein Holz, weil war ja nur ein Setzling. Genau, die sollen sich mal darum kümmern, dass die das Fleisch wegtransportieren und so. Ist auch solide, also, ne? Weil klar, Lederrüstung wäre besser, so viel Leder haben wir, glaube ich, gar nicht. Wie viel Leder haben wir denn? Hier liegt ein bisschen was oben. 100 Lederhaufen, 17. Haben wir hier noch irgendwo ein bisschen Leder? Kann ich das jetzt sehen, wenn ich es anklicke? Was wir an Bord haben? Sieht nicht so aus. Da liegt doch was, oder? Und ist okay, also wirklich viel Leder haben wir nicht. Aber die Lederkappe ist doch eigentlich ganz nice zur Verteidigung. Wunden müssen versorgt werden. Haben wir doch. Leder noch Blut? Das ist wahrscheinlich auch gerade ein Bug. Weil die ist ja versorgt worden. Was sagt der? Nicht genug Ressourcen. Hey. Weckerst du jetzt, ist es dir an Holz fehlt oder ist es dir an Leichen fehlt? Haben eigentlich gerade Holz gehackt, also. Ja, wir sollten auch noch Handel treiben. Wenn der eh gerade da ist. Peter ist genesend. Was ist denn genesend? Ach, der will sich hinlegen. Ja. Du hast Schaden gekriegt, alles cool. Transportiert zum Lagerplatz. Ja, das ist halt auch wichtig. Wenn ich mal ein paar Sachen transportiert werden. So. Lara hat aber, glaube ich, gerade eine Sekunde Luft. Und die bringt hier Kleidung weg. Kettenrüstung. Sehr schön. Aber. Ja. Ich bin am Überlegen, was wir. Wie wir das hier handhaben. Also. Das ist unsere Küche. Hätte das gedacht. Hier kommt dann noch gleich dieser Herd hin. Wenn wir Platz dafür haben. Wartet mal. Wo war das denn hier irgendwo? Das ist die Schmiede, die bauen wir irgendwo außen hin. Hier, der Herd aus Kalkstein. Man kennt ihn. Das soll genau hier hin. Dahin will ich ihn haben. Zack. Und dann müssen wir uns irgendwo noch überlegen, da wir eine Treppe hinbauen. Ich glaube hier oder so. Ach, die Sarah soll doch zum Händler gehen. Sarah. Ersetzt Haufen. Nee. Ach doch. Soll jemand anders machen. Wo ist der Händler? Da rennt er rum. So, mal gucken, was wir ihm anbieten können. Vielleicht will er irgendwas Schönes haben. Jemand anders die Haufen versetzen. So, was hat der gute Mann im Angebot? Was ist das hier? Muss auch dabei stehen, was es ist, dass ich weiß, was ich. Ach, links steht's. Ich bin blind. Apfelbaumsetzling. Da wäre ich sogar gewillt, noch einen zu nehmen. Bier. Aber wenn ich jetzt Bier kaufe, dann sind sie dran gewöhnt. Das lassen wir mal lieber. So, Bücher können wir nicht verkaufen, die brauchen wir selbst. Flachsamen brauchen wir nicht. Gerste. Klingt ganz cool. Und da haben wir nämlich gar nichts. Wir müssen das gleich wieder gegen auffinden. Wir haben hier aber. Was ist das? Ja, das können wir. Wenn der Heu dafür nimmt.
Würde ja alle 16 nehmen wollen. Johannisbeere brauchen wir vielleicht noch zum Essen. Und den Kohl auch. Das ist ein Ziegel. Die Kappe solide. Pff, nee. Karottensamen würde ich auch gerne noch nehmen. Ja. Hätte ich auch gerne noch. Kohlsamen. Haben wir auch nichts mehr, ne? Sind aber auch ziemlich teuer. Kräuterbraume nicht. Da haben wir selbst noch ein paar. Was haben wir noch? Leder hat er auch nix. Kuchen. Nee. Da müssen wir gleich noch ein bisschen herstellen. Rübensamen. Hätte ich auch gerne. Die Sachen sind richtig viel wert. Aber das brauchen wir erstmal alles selbst. Wobei, hier haben wir noch kaputte Sachen. Damit will er alles nicht handeln. Zweige sowieso nicht. 2733 Zweige. Oh. Shit. Ja gut, also wenn ich das mit Heu ausgleichen kann, dann machen wir das mit Heu. Dann 533 Heu. Verstehe, der kann nur eine gewisse Anzahl an Kilogramm tragen, ne? Komm, wir sind nett. Wir geben ihm, soll er wiederkommen. Ja, wir wollen ihn nicht überladen. So. Haben wir nämlich hauptsächlich Sachen, die wir wieder anbauen können. Jetzt ist die Frage, wo ist das alles gelandet, was wir gerade eingekauft? Ah, da oben. Da liegt es nämlich grundsätzlich nicht. Naja, zum Teil schon. Egal, wir lassen jetzt die Leute ja erstmal Dinge transportieren. Wie sieht's im Keller aus? Ist es da schon langsam? Ah, oh, da ist noch genug Platz. Das ist schön, dass ich direkt so krass gebaut habe, weil hier ist es kühl im Winter sowieso. Oder jetzt auch hier. Also ich glaube erst, ich weiß nicht mehr genau, die Nahrung zersetzt sich ab so und so viel Grad. Ab 2, irgendwas oder so. Und so hält sie sehr, sehr lange. Das ist wirklich entscheidend. Auch das Fleisch, das hier halt hängt, ne, und so. Jetzt zersetzt sich sehr, sehr langsam. Weil es ist nichts schlimmer, als im Winter zu hungern, ne? Klar, du kannst das eine oder andere Reh jagen und dann da noch ein bisschen Fleisch machen, aber es wachsen keine Beeren und kein Kohl im Winter. So viel kann ich schon verraten. So, die Bäume machen wir dann auch alle weg. Wächst hier der nächste. Möchte ich auch gern weghaben. Ach so, ich wollte gerade sagen, was klimpert da denn so? Weil er einen Kalksteinherd baut. Ist okay. Für besseres Essen. Dann können wir auch die normale Feuerstelle wegmachen. Da ist schon die erste Winterkleidung fertig. Wunderbar. Aber das könnt ihr auch bitte einsammeln. Also, ich gucke jetzt, dass ich die Leute erstmal wenig bis nichts machen lasse. Dass die erstmal alles wegtransportieren, was wir hier schon rumliegen haben. Dass da auch nichts kaputt geht. Aufgrund von Regen. Das Ding zersetzt sich ja auch, ne? Erst zwar 27 Tagen, aber trotzdem, es soll auch in den Keller gebracht werden. Da haben wir hier gleich mal eine schöne Feuerstelle. Machen wir hier unser normales Lagerfeuer. Ich meine, ein Lagerfeuer mitten im Holzhaus, ne? Ist klar. So, jetzt können wir nämlich mehr machen. Wir können die Mahlzeit machen, wir können die üppige Mahlzeit machen. Wir brauchen Kräuter, wir brauchen Konservierungsmittel. Was brauchen wir hierfür? Tierfutter, nee. Okay, also wir brauchen Kräuter. Kräuter haben wir, glaube ich, auch noch null angebaut bisher. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch Sinn macht. Ja, wir kommen wieder normal Mahlzeit durch den Winter, das ist nicht das Ding. Ne? Wir reißen das auf jeden Fall ab. Haben wir jetzt hier das und die sollen dann erstmal alles schön wegtransportieren.
Brunhild, ab ins Bett. Komm. Ist da oben noch ein Bett? Nö. Die geht nochmal runter, oder was? Die ist hungrig. Ach ja. Die ist hungrig. So, ich werde es heute nicht einreißen lassen, weil ich morgen Termin habe. Das heißt, halbe Stunde vielleicht noch oder so. Dann würde ich ja sagen, ich gucke, dass ich morgen früher anfange, aber das Ding ist, wahrscheinlich nicht. Ja, wir müssen die Betten jetzt alle darüber machen, dann können die alle hier schneller schlafen. Aber ich lasse erstmal alles einsammeln. Dass ich früher anfange, weil wahrscheinlich, also stand noch nicht ganz fest, ob wir morgen zu Sea of Thieves kommen oder nicht. Ich starte gerade mal Discord, ob es da Neuigkeiten gibt. Wenn nicht, würden wir morgen nochmal segeln. Okay, habe ich keine Neuigkeiten. Wird sich dann morgen im Laufe des Tages entscheiden. Aber geht halt hauptsächlich auch darum. So, da beginnt der Tag. Leiden unter der Kälte, ja, es ist schon kühl geworden, das stimmt. Haben wir schon Winterkleidung? Ja, aber nicht selbst produziert. Ich wollte eigentlich die, doch, da ist Winterkleidung schwach. Kann ich nicht sagen, die klein machen? Nee, es geht glaube ich nicht. Ne? Ich kann da nur sagen, alle Winterkleidung klein machen oder so. Das kann ich hier sagen, ja. Genau, und ich kann glaube ich auch sagen, was ich haben will, ne? Genau, das kann ich halt sagen. Das ist halt immer so eine Sache. Es kann überall verrotten. Das muss dann nicht liegen bleiben. Und das ist, die laufen immer so weit dahinter.
Ich weiß, wir arbeiten an der Winterkleidung. Wir sind dran. Wir sind dran. Jeder ist dran. Zwei Stück haben wir schon gemacht. Sechs noch to go. So, da hat der Rest jetzt mal so langsam alles wegtransportiert. Noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Da geht noch ein bisschen was. Mein Baum absterben lassen, das war dumm. Sieht die jetzt mal langsam gut hier. Dieses Leben nicht mehr. Ja, mach den Kleinen auch mal weg. Das nervt mich jetzt. Na, wir warten, bis die ausgewachsen sind. Wir müssen mal die Felder kleiner machen. Wir haben viel zu viel Stoff, hätte ich gesagt. Sehr, sehr viele Leinen. Das sind noch unterschiedliche Flachsfelder. Das war ja mal dumm. Was hab ich denn da gemacht? Kann natürlich sein, dass sie das hier alles jetzt umtransportieren, ne? Das wäre natürlich dämlich. Sieht so aus, ja. Das ist jetzt absolute ABM-Maßnahme, ne? Naja. Gut, aber wir sparen trotzdem Zeit ein. Okay, der Händler verlässt die Siedlung. Ist vollkommen okay. Wenn ich noch Kräuter sehe, nehmen wir die auch noch mit. Pilzsaison scheint rum zu sein. Also langsam kriegen wir das doch hier. Hat er aufgehört, Bücher zu machen? Das sieht so aus, ne? Aber ich glaube, habe ich. Be ich glaube, ich habe gar keinen neuen Auftrag gegeben. Überlegen, wo wir die Treppe hinsetzen. Nee, da ist irgendwie doof. Ja, weil da der Holzboden ist. Das dachte ich mir schon fast. Ach so, eigentlich wollte man es ja eins kürzer machen. Dann müsste ich alles nochmal umbauen. Da habe ich jetzt nicht so die Lust. Ach so, wir haben da unten keine Fenster. Aber es ist halt auch gar nicht für so verkehrt, dass da keine Fenster sind.
Brauchen wir dann nämlich nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf Betten. Wir sind aber sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das hier haben wir aktuell eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Betten. Wenn das da oben fertig ist, reise ich da unten als ab. Ich will wissen, wenn das hier steht, ob die hier durchlaufen. Ich glaube ja. Aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass da dann die Leute nicht mehr in ihr Bett kommen. So, und hier machen wir dann was zum Essen hin. Zum Hinsetzen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir nicht zwingen. Wir können auch hier noch eine Produktionsstätte reinbauen. Mal das Bild nochmal holen. Habe ich das irgendwie? Nee, habe ich jetzt nicht gerade griffbereit. Ups. Ausklicken, dann stoppt das Spiel. Gunild, hast du schon Winterkleidung an? Gunild, wie sieht's aus? Sommerkleidung wahrscheinlich, ne? Ihr habt schon solide Winterkleidung. Dann sollten wir das erstmal nicht machen. Der hat schon Winterkleidung schwach. Winterkleidung schwach. Sommerkleidung gut, Franz. Geh mal dahin. Dann frierst du nicht so. Ja, und die Kappen bringen doch auch noch was, oder? Ich glaube, ja, haben wir doch noch eine Kappe. Ja, die bringt auch noch ein bisschen was. Dann müssen wir auch noch Kappen herstellen. Haben wir aber, glaube ich, doch auch eine Lederkappe, oder? Aber die ist schlechter. Von der Temperatur. Dann nehmen wir die Leinenkappe. Zum Glück habe ich rechtzeitig genug angefangen mit dem Kram. Ich glaube, ich mache oben lieber was zum Produzieren rein. Das bietet sich eher an für so kleine Produktionsgebäude hier. Könnte man eigentlich so machen, das ist hier und dann da. Da reicht eigentlich auch eins, ne? Aber was brauchen wir? So doppelte Wege zum Hochrennen. Kein Holz mehr. Arschen. Wenn unsere Bäume mal langsam fertig wären, dann hätten wir Holz.
Ausgewachsen. Ohne weg. Weiß, der hätte nur ein bisschen gehalten, aber egal. Die lassen wir jetzt zu Ende wachsen. Ich kann meinen absterben lassen. Dim, 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 dim. Die sind noch fleißig hier am Zubereiten. Ich würde auch noch mal einen Reh jagen lassen. Schneidet nennen die das. Ich nenne es Baumfällen. Für unten meine ganzen Vorhof füllen mit Holz. Aktuell, der ist reif. Ne, reift. Okay, er reift. So, 1, 2, 3, 4, 5 Betten. 8 Betten, wir sind mit nur 7. Jo. Ich weiß noch nicht. Wir haben ja vier, ich glaube, bis zu vierfach bauen wir das hoch. Hier in der Mitte. Wir können den ersten Saal auch drüben machen. Können wir hier die kleinen Produktionsstätten reinsetzen. Eine Idee, ne? Vielleicht baue ich auch hier noch einen Keller rein. Kann ja noch unterkellern. Wichtig ist halt nur, dass alles, was wir an Essen machen, diesem Keller und in diese Richtung sich bewegt. Dass wir da nichts drüber bauen. Dass da der schöne Erdboden bleibt, der oben drüber ist. Sonst wird es sau warm. Wie gesagt, wir haben ja hier auch noch was, wo wir noch wegbuddeln können. Haben wir ja auch nie getan. Weil es bisher nicht für nötig war. Also weil es nicht nötig war, so. Das war der falsche. Doch, nee, das ist richtig. Dass hier mal ein bisschen schneller geht.
wieder runterrennen. Aber noch ist Platz, ne? Noch ist Platz. Ja, die Regale waren eine geile Erfindung in dem Spiel hier. So Anfang hast du ja wesentlich mehr Fläche gebraucht, weil du wesentlich, weil du halt alles auf den Boden legen musstest. Ne? Aber ist schon krass hier. Kann ich das sehen gerade? Ja, mit Demo 0,9. Es ist also wärmer in der Regel. Okay, er muss da durchlaufen, ist also ein bisschen langsamer. Das gefällt mir nicht. Hätte ich es eins breiter bauen müssen. Aber ich möchte das ganze Gebäude jetzt nicht nochmal umbauen. Wir müssen eh irgendwann, weil wir das aus Stein bauen. Und dann könnten wir es direkt hier eins breiter bauen oder so. Das wäre eine Idee. Ja, die laufen jetzt durch die Betten alle durch. Das ist ziemlich langsam. Für den Moment. Wo ist denn unser Beedewulf? Was willst du denn? Was für Börse beschaffst du denn? Ah, dass das Stoff gemacht werden kann. Was? Sarah weiterschneiden kann, oder? Ach nee. So, warte mal, Brennstoff auffüllen. Kannst du gleich machen. Ich setze einen Langbogen. Langbogen gut. Was haben wir hier im Angebot? Der Langbogen gut. Macht 4,07. 100% die Präzision. Klingt schon mal nicht verkehrt. Hat man nicht noch so einen Kriegsbogen oder so? Hier ist der Kriegsbogen. Ja. Kriegsbogen, so die, der ist schlechter. Nee. Dann kriegst du einen Langbogen. Also Beedewulf. Langbogen gut, benötigt Fertigkeit, Meisterschütze 10. Genau. Ist dein Kurzbogen da mal da? Das sagst du hier und dann sagen wir dir direkt. Das bringst du gleich wieder weg. So, jetzt kannst du wieder weitermachen, was auch immer du voll forderst. So, weil diese Langbögen sind verdammt wichtig. Das sieht man nämlich schön an der Reichweite. Ja, der Name ist schon sagt. Er hat 18 Meter Reichweite. Und wenn wir gucken, beim Franz, da glaube ich auch einen. Aber er hat nur einen schwachen. Die Präzision nicht so gut. Was sollte man nochmal einen herstellen? Und wenn wir gucken bei dem Kurzbogen, das sind halt, das ist auch 18 Meter Reichweite. Bin ich enttäuscht, ich dachte, die fliegen weiter. Aber wesentlich weniger Schaden. Haben sie es wirklich in SPS übersetzt? Schaden pro Sekunde statt DPS, Damage per Second, was ja eigentlich ein Begriff ist auch im deutschen Gaming. Winterkleidung solide. Was hat Beedewulf? Winterkleidung, naja, nicht so gut, aber er hat eine. Die hat auch eine Winterkleidung. Auch eine Winterkleidung. Haben sie alle Winterkleidung? Ne, die sah er noch nicht. Ah, dann zieh doch mal gerade eine an. Das ist schwach, gibt's was Besseres? Gut. So, hat die doch auch eine Winterkleidung. Beedewulf Winterkleidung. Duncan Winterkleidung.
Alle Winterkleidung. Sarah doch gerade umgezogen. Lag da auch noch ein Sommerkleid. Warum auch immer. Wir stellen aber Winter her. Ja, Kappen, dann machen wir nochmal 5 Kappen. 7 immer noch. Aber hier liegt eine. Und die ist solide. Ist nicht gut drauf, warum? Los, so. Wait. Ist sie kühl? Warte. So. Jetzt kannst du dir eigentlich. Ach so, weil da hinten ist auch nichts zu. Da ist nichts beheizt. Stimmt. Stimmt, stimmt. Steht da. Das. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich nie gebaut. Ja, in der Küche sollte eigentlich auch eine Feuerstelle rein. Optisch ist es natürlich erstmal hässlich, aber wir setzen es mal hier rein, dann tut es den Raum zentral heizen. Warst du kühl? Du bist nur verzweifelt durstig. Wieso macht der Tank denn das? Schmieden. Ist unser Schmied, Duncan. Zimmerhandwerk. Och, ja. Schneidern haben wir schon gesetzt. Jagen sollst du nicht. Gesunde pflegen. Oh, von mir aus. Bau, wie sieht es beim Bau aus? Oh, eher die 4. Panik müssen wir alle mal ein bisschen ran. Kochen, du kochst bitte gar nicht. Uff, du sollst bitte gar nicht. Du bist ja, will nicht sagen dumm wie Brot, aber soll doch bitte unser Franz machen. Hör mal auf mit. Mach irgendwas anderes. Haben wir noch einen ausgewachsenen Baum? Tja. Na, da brauchen wir ein bisschen. Wie gesagt, bevor hier Leute gar nichts tun, holen wir uns um Holz. Liegt nämlich noch genug rum. Die sind, glaube ich, nicht mehr. Oh, ausgewachsen! Ausgewachsen! 0,1%. Willst du mir jetzt sagen, du gehst kaputt, weil wir dich die ganze Zeit übersehen haben? Bin ich aber böse. Ja, der Wald da hinten, ich kann nicht den kompletten Wald in Ordnung bringen. Ne? Albaliket, hallo! Hallo, hallo, hallo! Dass du reinschaust. Sorry, dass ich jetzt erst sehe. Dieses Spiel, da vertieft man sich sehr gerne. So, wir sammeln noch ein bisschen Holz für den Winter. So ein kleines bisschen solider Vorrat haben.
Und danach geht es dann auch bald an Materialien, also im Sinne von Kalkstein und so. Mal gerade, was hier noch irgendwie. Oh, der Baum ist auch bald gut. Nee, ich ignoriere dich nicht. Nein. Ignorieren wäre, wenn ich es gesehen hätte. Und du siehst ja, wenn ich meinen Kopf rüberdrehe. Das ist halt auch das Gute, finde ich. Wenn ich denke, so gucke ich auf den Bildschirm. Also, das ist halt der Nachteil beim Greenscreen, wenn die Kamera vor mir ist, ne? Weil dann sehen die Leute erst, wenn ich weggucke, dass ich den Chat lese. Und das fühlt sich nicht so natürlich an, wie wenn ich mit der Kamera arbeite. Dann gucke ich nämlich rüber und dann drehe ich und dann, ah, der hat den Chat gesehen. Du musst um 5 Uhr aufstehen. Ich muss zum Glück nicht so früh raus. Wo geht's denn hin, wenn man fragen darf? Urlaub oder was? Ich habe aber einen Zahnreinigungstermin. Und danach muss ich noch zum Autohaus. TÜV. Jetzt wird lustig. Also wie gesagt, wir kümmern uns jetzt mal ruhig so ein bisschen. Ich will nicht sagen, wir haben ein bisschen Luft, aber ich habe halt eine Menge, das ich bauen will noch. Und wir holzen ja, die kaputt nehmen wir mal auch mit. So, und dann haben wir erstmal wieder so viel Holz auf Lager, dass wir was bauen können. Wie war mein Tag? Anstrengend. Anstrengend. Ich habe schlecht geschlafen. Bin auf, weil ich so lange gestreamt habe, spät ins Bett. Ich habe Urlaub, da geht das. Aber trotzdem, und dann bin ich halt erst 11 wach geworden oder so, bis ich dann wirklich aus dem Bett kam. Ja, und dann habe ich Wäsche gemacht, dann war ich einkaufen. Leben am Limit. Weil wenn du so lange dann halt im Bett liegst, es ärgert mich selbst. Weil dann gehe ich dann doch wieder einkaufen nach 3 Uhr und nach 3 Uhr beginnt für viele schon der Feierabend. Also keine Ahnung, was hier los ist. Jetzt fehlt der Menschkadaver. Dann brechen wir das doch ab und sagen für immer. Und wenn, dann macht er das schon. Genau. So. Jeder ist auch am Schneidern. Oder wieso nicht? Kann das hier alles mal dann auch weggeräumt werden? Wie sieht es mit den Büchern aus? Wir brauchen nämlich bald ein weiteres. Also ich weiß nicht, was ich hier unten reinbauen soll. Ich bin hier echt ein bisschen skeptisch, was wir hier reinsetzen sollen. Ich bin wirklich, wirklich skeptisch. Ja. Erst habe ich überlegt, wir machen hier. Unser, da muss ich in mich gehen, das entscheide ich heute nicht mehr. Ich mache ja nur noch 5 Minuten ungefähr, dann gehe ich ins Bett. Dann überlege ich mir über den Tag morgen, ab ja, wenn ich beim Zahnarzt warten muss, beziehungsweise beim Autohaus warten muss, Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich in diese erste, also hier ist die Küche, ins zweite und ins dritte mache. Und was ich hier drüben hin mache und hier, kann ich mir überlegen. Und dann können wir das nochmal umziehen. Auf jeden Fall, die Küche bleibt hier schon mal. Mahlzeiten. Wir können noch mal ein paar Mahlzeiten machen. Noch mal so 10 oder so. Das können wir auch abbauen. Oh, wobei, das können wir absäbeln, bitte. Stream morgen nachschauen. Kannst du gerne, kannst du gerne. Auf YouTube ist das auch irgendwann freigeschaltet, aber das dauert noch. Guck's am besten überall nach. Guck's auf Twitch nach, guck's auf YouTube nach. Ein Spaß, ne? So, dann holen wir noch mal ein paar Beeren. Also auf YouTube ist die bessere Bildqualität, ne? Ich meine, wenn du am Handy guckst, ist scheißegal. Ist klar. Aber auf YouTube ist die bessere Bildqualität, weil ich nehme es in höherer Qualität auf. Ist jetzt bei so einem Spiel nicht entscheidend, weil das ist ein Strategiespiel, da sind keine so schnellen Bewegungen.
dass es stark verpixelt, das Bild, oder stark, ne, schlecht anzusehen ist. Aber bei YouTube ist es definitiv besser, weil ich nehme in höherer Qualität auf, als dass ich streame und lade das dann bei YouTube hoch. Ne? Aber wenn du es, wie gesagt, auf dem Handy guckst und es eh kein Shooter ist, dann, ja, fällt das nicht so sehr ins Gesicht. So, jetzt sind die hier fertig. So, die soll man dann das ganze Holz hier reinschleppen, bitte. Nur ein bisschen Holz. Weil wir werden noch sehr viel mit Holz bauen im Moment. Und das ist auch unser Hauptbrennstoff. Deswegen, es muss dann alles runtergetragen. Wie gesagt, ich überlege mir, was ich in die Stockwerke oben drüber. Noch 3 Minuten. Ja, mal gucken. Also ich sag mal, bei mir ist es jetzt 23:59 Uhr. Ich sag mal, 5 nach 0 Uhr ist Schicht im Schacht. Wir haben den Kampf gut überstanden. Das war nicht ganz so einfach am Anfang des Streams. Aber so, bist du schon an den Kappen dran? Immer noch an der Winterkleidung. Ja, okay, schön, dass du noch so lange. Ach, also es ist ganz entspanntes, schönes Spiel. Und es ist halt Suchtfaktor ohne Ende. Weil, als ich das erste Mal gespielt habe, also der erste Spielstand, kann man auch, wer Bock hat, auf YouTube nachgucken. Als ich das erste Mal gespielt habe, war es halt, da gab es halt noch nicht ganz so viel. Das heißt, du konntest auch deine Burg bauen und konntest forschen und Rüstungen und, das konntest du alles bauen. Aber irgendwann hast du deine 12, 15 Siedler gehabt. Und hattest deine Berufe verteilt und hast halt nur geguckt, dass die nicht verhungern. Und hast halt deine Burg irgendwann fertig gehabt und irgendwann hatte ich dann halt auch die Lust verloren, weil, ja, jetzt ist halt meine Burg fertig soweit. Ja, was soll ich jetzt noch groß machen? Und die Angriffe habe ich eigentlich immer ganz gut abgewehrt. Ne? Und jetzt ist es halt so, das hat noch die Tiere mit dazu. Das heißt, du kannst dann die Tiere halten. Die Hühner geben Eier, etc. Du kannst einen Fuchs als Haustier halten und. Wir schneiden das bitte, wir ernten das nicht. Wobei es eigentlich das gleiche bei dem. Wir versuchen es mal. Das ist bei Schneiden zerstört. Also viel brauchen wir nicht mehr. Ach, Temperaturbedingungen, wir dürfen es nicht mehr anbauen. Ja. Yeah. So, du sagst ja was? Dein Alter steht im Titel, ich habe mal geschaut, da stand. Was du damit meintest? Ja, im Geburtstagsstream stand halt, dass nicht jeder fragt, wie alt ich bin. Dann stand halt irgendwas Beklopptes drin. Ich verrate mein Alter nicht. Allein nur, das ist Quatsch, der nicht weiß. Einer meiner Kollegen, der auch öfters zusieht. Und der immer am Grübeln ist. Der hat so eine Wand zu Hause. Ja, in der Mitte ist so ein Foto von mir und dann ist so eine Stecknadel und dann gehen so verschiedene Stecknadeln weg mit so Faden. Dann hat er so, ah, okay, er hat das gehabt, er hat das besessen, er hat gesagt, er hat das schon gespielt, er hat gesagt, er war da und da ungefähr so alt. Und so, dass er irgendwo mein Alter mal erraten kann, aber. Und sollte ich irgendwann super berühmt sein, was wahrscheinlich niemals der Fall sein wird. Da steht es eh im Wikipedia-Artikel, so lange müsst ihr warten. Hier mal die Winterkleidung da wegpacken. Wie konnte die denn da draußen liegen? Geht doch kaputt. Woher geht die mir aber nicht ins Bett? Und wahrscheinlich noch die Dinger da rein. Ah, danke, du holst. Okay. Muss wirklich sagen, wenn ich diese Emotes sehe, denke ich vor dich. Ja, das ist halt dieser. Also,
Ich mag den Zeichner sehr gerne. Ja, ich sag kann ja nicht, ich sage immer mein Zeichner, aber es ist ja nicht meiner, ich besitze ihn. Ja. Ich mag den Zeichner sehr gerne, er macht einen guten Job. Streamt auch selbst auf Twitch, was er so zeichnet, und ist finde ich sehr talentiert. Und ich habe ihm halt gesagt, okay, so sehe ich aus, wenn ich Hunt Showdown spiele. Und jetzt hätte ich gerne einen Fuchs dazu. Und dann hat er halt das so vorskizziert, und ich habe noch ein, zwei kleine Änderungen gehabt. Und dann waren wir uns aber recht schnell einig. Wir waren uns immer recht schnell einig. Ja, also. Ich glaube, der hat da. Ja, würde er wahrscheinlich nie sagen, aber ich glaube, der hat ganz anders schon Probleme mit. Was heißt Probleme? Anstrengendere Kunden gehabt. Weil ich habe zum Teil auch schon grob vorskizziert. Jede Wurst kochen? Jede Wurst kochen. Ja, dem hatte ich dann ungefähr immer so vorskizziert, halt auf dem Block, weil ich kann nicht digital zeichnen, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Dann habe ich halt immer so grob vorskizziert, was ich mir so vorstelle. Und er dann so, ja klar. Ich meine, teilweise war es auch ein bisschen. Also gerade so die erste Nachricht, die habe ich ihm nicht abgekauft. Ja? Die allererste, als ich ihm dann geschrieben habe. Hier, das und das hab ich so als Vorstellung. Und dann haben irgendwie so, oh, voll cool gezeichnet und so. Und ich mir dachte. Hund ums Maul schmieren oder was? Ne? Ich weiß, dass ich ein beschissener Zeichner bin. Aber man muss halt auch dazu sagen, aus seinem Blickwinkel. Ja? Aus seinem Blickwinkel, weil wer weiß, was der da teilweise kriegt für Vorskizzierungen und was die Leute dann von ihm gerne verlangen oder so. Und dann fängt er an und dann heißt, nö, 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 so auf keinen Fall. Ja. Ja, es ist ein Suchtspiel, Bloody Cat, ne? Es ist ein Suchtspiel. Warum fühlt ihr euch auf schnellste Geschwindigkeit eigentlich? Und es ist schon sehr kalt, aber dass es Herbst ist, so. Liegen schon alle im Bett, bis auf den Bedewulf. Was stimmt denn mit dem Bedewulf wieder nicht? Bedewulf, ab ins Bett. So. Wir lassen den noch ins Bett gehen. Dann rennt noch einmal die Uhr durch bis morgens. Der Mann ist nicht einfach nicht müde zu kriegen, ne? Ach, der will noch kochen, oder was? Jetzt geht er ins Bett. Das war es mit Going Medieval für heute. Haben wir ein bisschen was geschafft? Das haben wir umverlegt. Das war einfach zu weit weg für den Moment. Wenn die hier hingehen oder das angreifen, können wir sie gleich mit dem Bogen beschießen. Wir haben drei Nahkämpfer jetzt, wovon der ein oder andere auch gut schießen könnte. Ja, zum Beispiel Meisterschütze 8 bei der Gunhild ist zum Beispiel sehr gut. Oder hier auch 11. Aber einfach Nahkampf mit 15. Ja, also da kann ich schlecht sagen. Ich mache einen Bogenschützen draus. Und der P, der war so schlecht in allem, da haben wir ihm halt einen Bogen gegeben. Nahkampf wäre besser gewesen, aber mal gucken, wo da die Reise noch hingeht. Auf jeden Fall, ein paar mehr Bogenschützen zu haben, ist nie verkehrt. Man braucht aber auch ein paar Nahkämpfer, wenn mal die Leute durchbrechen. Ja, dann muss man da auch verteidigen können. Und daher müssen wir schauen. Ja, hier geht's weiter die Tage. Ich weiß nicht, ob morgen direkt oder übermorgen. Ich habe ja jetzt Urlaub, wir müssen mal schauen. Ein bisschen Abwechslung will ich auch bieten, was ich mal nochmal so spielen kann, die Tage. Aber das macht gerade, ist halt ein schönes Spiel, das macht gerade Laune aktuell. Ne? So, das heißt, hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Morgen gibt es wieder ein Stream, ich weiß noch nicht genau wann. Abends. Ab 7, ab 8, ungefähr so rum. Da ich am Tag über unterwegs bin, Real-Life-Sachen. Ne? So, deswegen ist jetzt an dieser Stelle Schluss. Für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.